Servus. Moin. Moin. Was ist los? Du bist doch im Gemeinderat, oder? Jo, bin ich im Moment noch. Ich hoffe mal, ich schaffe die zweite Amtszeit auch. Ah, mit Sicherheit. Ich habe da mal so eine kleine Anregung. Ja, sag mal an. Weil bei manchen denke ich, dass sie vielleicht Steuern nicht wirklich zahlen oder so. Okay, wer denn? Also, habe ich schon mal mitbekommen, so. Echt? Ja. Und wer? Volker, du weißt doch, darüber spricht man doch nicht. Okay. Man macht ja das nicht so, ne? Naja, aber was ist denn deine Anregung? Warte mal, ich mach mal gerade den Motor aus. Du machst das. Ist nämlich so laut hier, die Kiste. Ist zwar ordentlich, aber ein bisschen zu laut. Okay, also schieß los. Nee, nur, dass du vielleicht mal die Leute dran erinnerst, weil hab da schon so was mitbekommen, dass keine Steuern gezahlt worden sind. Okay. Deswegen. Ja, wenn dann Gemeinderat neu steht, dann müsste sowieso mal eine Steuerprüfung her. Ja. Okay. Ja, wäre halt trotzdem wichtig zu wissen, wer an wen man sich da wenden muss, wenn man Steuern betrügen möchte. Ja, das sag ich nicht. Okay. Den Move mache ich nicht. Okay. Und mit dem Feld alles so gut. Alles zufrieden im Feld. Jojo, ich muss jetzt das Stroh aufsammeln. Der Viehhändler da drüben hat gesagt, der braucht's. Also, der kriegt das mal geliefert. Ja. Jo. Deshalb schwinge ich mich jetzt mal auf meinen schicken Dinger hier und dann Mach geht's das, ich los. hab den gleichen. Ja? Jo, ein Aber du Schwarz. bist doch normal so ein Fan-Typi. Ja, aber der hat es mir angetan. Der ist es auch ein Schmuckstück, also muss man schon ehrlich sagen. Also, Er hat mir echt angetan. der macht was her. Ich habe mir ein Schwarz geholt und oben einen goldenen Hirsch drauf. Nee, das mit dem Hirsch, das fand ich nicht so toll. Muss ich echt sagen, das fand ich so eine Spielerei, das hat mir nicht gefallen. Okay, gut, aber dann schwinge ich mich mal hier drauf und Mach leg mal das. los. Bis Auch denne. schöner Ladewagen. Jo, eben. Perfekte Kombination. Ja. Tschö. Ciao. Warum schiebt denn der jetzt nicht so? Moment, da stimmt, glaube ich, irgendwas nicht. Was ist denn da los? Lag das jetzt wirklich daran, dass der Pickup zu weit unten war? Moment. Also ich habe keine Ahnung, was da los ist, aber ich werde mal den Jürgen informieren, der soll mal drüber gucken.
Was ist denn da kaputt? Los. Ah, jetzt geht's. Ah, jetzt geht er. Jetzt geht er. Da haben die Schläuche wohl ein bisschen geklemmt. Okay, dann hat sich das erledigt beim Üben. Schon, ey, ich muss das Zeug hier gleich wieder in die Reparatur schicken, das wäre ja doof. Weiß gar nicht, ist von denen jetzt schon eine Runde gefahren und hat angefangen, das Zeug aufzusammeln? Vom LU. Hab keinen hier vorbeifahren sehen. Das Kläppchen hinten noch zu, dass da nichts runterfällt und dann. Oh Gott. Kann ich den Blinker ja gerade anlassen, wenn ich da vorne schon wieder einbiegen muss. Gespannt, wie viel ich dafür kriege. Der Preis ist 17 Euro von ein Tausender. Ein Tausender kriege ich dafür, ey, das ist ja der Oberhammer. Da lohnt sich's ja gar nicht. Wie habe ich den Ladewagen schon gekauft? Servus, ja. Servus. Du machst doch mit Kühen oder so. Ja. Brauchst du noch Stroh? Ja, könnte ich fahren. Gut, dann würde ich gerade mal voll machen und dann würde ich mal hochfahren zu dir. Ja. Ich weiß. Was zahlst du denn dafür? Warte, ich schau kurz. Ja. Beispiel beim Viehhändler bringt das nicht viel. Naja, deshalb die Frage, was du zahlst. Ist ja auch zu dir hochgurken, ey. Bin ich eine halbe Ewigkeit unterwegs. 25. 25.
Ah, besser wie nix, oder? Besser wie 17. Gut, dann komme ich mal, sobald ich voll bin, hochgefahren. Jo. Gut, bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. 25. Weiß gar nicht, wie viel hier reingehen. Aber dann verkaufe ich ihm das einfach. Wie gesagt, besser wie 17. 8 Euro mehr für 1000 Liter. Hoffentlich weiß der nicht, dass ich ihn angeschissen habe bei der Polizei. Hallo? Hallo, hier ist der Herr Richter. Hallo, Herr Richter. Ich wollte Ihnen nur Bescheid sagen, dass der Herr Kortz jetzt erstmal nicht zu Ihnen kommt. Oh. Der wurde gerade festgenommen. Okay, dann rufe ich mal das LU an und frage, ob da jemand anders kommt. Dann Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, tschüss. Jemand anders da ist. Genau so. Der hat nicht gesprochen, denn das Telefon ging ununterbrochen und da ging niemand ran. Ja. Dann hab ich noch den Handy mal schnell genommen und bin schnell rangegangen. Hallo? 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 Ja, ist das LU dort? Ja. Okay, ich wollte mal nachfragen, wer denn jetzt für meinen Auftrag kommt, weil die Polizei hat mich gerade angerufen, dass der Herr Kortes in Haft ist. So wie ich es mitbekommen habe, ist der jetzt, so wie Sie es gerade gesagt haben, aber so richtig Bescheid weiß ich darüber gar nicht. Okay, weil Ihr Chef ist nicht erreichbar. Ja, der macht gerade ein Händlergespräch, weil wir wollen uns gerade einen Anhänger zulegen. Ah, okay. Könnte der mich anrufen, alsbald? Was ist denn hier los? Ja, sobald er hochkommt, sage ich Bescheid, dass sie ihn anrufen haben. Gut, danke. Tschüss. Ja, tschüss. Irgendwie hatte ich gerade das Gefühl, dass hier... Warte mal. Irgendwie hatte ich das Gefühl... dass der ein bisschen schwimmt hinten. Okay. Gut, jetzt scheint es ein bisschen besser zu sein. Ich hoffe mal, dass ich richtig war. Ich glaube aber ja. Ich glaube, es sieht richtig aus. Also wir spielen hier auch eine Vierfachkarte, deshalb manchmal ist die einfach zu groß. Wir haben hier ein bisschen Probleme mit dem Richtigfahren. Ah, okay, da kommt jetzt gerade einer. Ich nehme an, dass es das LU ist. Ja. Das wird das LU sein.
Ich brauche irgendwann mal noch einen Traktor, der ein bisschen schneller ist. Hallo? Hallo, hier ist der Neumann. Hallo, Herr Neumann. Sie haben auch nur schlechte Nachrichten gerade, ne? Ja. Was ist denn da passiert? Der Richter hat mich angerufen. Ja, der... Beim Händler ist der Franz Schneider gegen Hans Tür gefahren vom Shop. Also vom Händlergebäude. Und jetzt begeht er noch Fahrradflucht. Ja, aber... Ich wollte eigentlich wissen, was mit dem Herrn Schneider los ist, weil der mit dem Herrn Cortes los ist, weil der nicht kommt. Ach, der Mann, der wurde festgenommen. Warum denn? Weil er, was war das nochmal? Weil er, ich weiß es gerade selber nicht mehr, zu schnell gefahren, überstand von 1 Zentimeter oder sowas. Ach Gott. Das sind ganz genau unser Polizist, oder wie? Ja, genau. Herr Neumann? Ja, gut, aber es ist jemand auf dem Weg, oder wie? Ich bin gleich auf dem Weg, ja. Herr Neumann? Okay. Ja. So, passen Sie auf, Sie haben die Polizei angerufen. Moment. Ich bin am Telefonieren. Ja, okay, gut, dann telefonieren Sie mal zu Ende. Ich warte hier. So, war's das? Okay, ja. Und bei ich Ihnen hab Stress. Ganz viel Stress. Okay. Herr Richter! Gut, bis dann, tschüss. Bis dann. Herr Richter, die kommen mit dem Audi angeflitzt. Stellen Sie sich da vorne hin, blitzen Sie sie. Ziehen Sie sie aus dem Verkehr.